nur mit dem Festsäubern. Echt? Das ist echt niedlich. Ich brauche mehr offensive Fähigkeiten hier unten drin. Fällt mir gerade auf. Ich brauche irgendwas. Ich meine, ich habe da die brennende Glut, die heilt mich. Und ich habe Drachenblut, das heilt mich. Und ich habe der Blutwahn. Und der Blutwahn heilt mich auch. Ich brauche irgendwas noch Offensives. Irgendwas Drittes Offensives. Feurige Odem zum Beispiel wäre nicht schlecht. Gruppenangriff. Irgendwas Offensives, das Magie verbraucht. Ah, Leidgeboren da. Der General Darwissen. Da war sie eben. Oder guck mal. Du weißt, da seid ihr ja. Ich bin mal so freundlich und. Malin sagte, dass ihr kommen würdet. Jetzt sterbt ihr und ich ziehe mit meiner neuen Armee los. Aha. Ihr Leidgeborene, ihr versucht doch immer irgendwen zu kontrollieren. Wieso geht der erstmal hier down? Beeilung! Ihr müsst die gezackte Linse zerstören! Das ist ein Seelenkristall. Zerstört die gezackte Linse des Zwangs. Moment mal. Na gut. Was ist denn jetzt schon wieder los? Wurden wir wieder reingelegt? Oder ist alles in die Luft gegangen? Oder war es nur ein Traum? Und jetzt beginnt der wahre Unterricht und wir wachen im Klassenraum auf? Fragen uns, was passiert ist? Ihr könnt Mitglied in bis zu 5 Gilden gleichzeitig sein. Ja. Stimmt. Ja. Ich bin Mitglied in keiner. Ihr seid wach? Oh, ich machte mir solche Sorgen. Ich bin froh, dass es euch gut geht. Was genau ist denn geschehen? Ich habe Kopfschmerzen. Ihr habt die gezackte Linse zerschlagen und den Spruch aufgehoben. Die wenigen verbleibenden Leidgeborenen waren hoffnungslos unterlegen und sind geflüchtet. Der Erzmagier wies uns an, euch hier hochzubringen. Wir haben über euch gewacht. Als Freunde, wisst ihr? Nur Freunde? Ich nehme an, Schad Astula ist also wieder sicher? So sicher wie der Schoß des Tribunals, dank euch. Also gar nicht. Und toll. Ihr? Geil. Ihr solltet nicht einmal hier sein. Wir haben gehört, wie ihr an eure Einladung gekommen seid. Und jetzt verdanken wir euch unser Leben, weil ihr die Regeln gebrochen habt. Das wird mir noch eine Weile zu denken geben. Ihr habt die ganze Zeit über mich gewacht, ja? Schaut mich nicht so an. Ich habe mir Sorgen um euch gemacht, mehr nicht. Ja, klar, ja. Oh, und bevor ich's vergesse, der Erzmagier möchte mit euch sprechen. Er steht draußen vor der Tür. Ja, jetzt kriege ich bestimmt Strafarbeiten. Vielleicht die Regeln gebrochen, ne? Helfer des Lehrlings von Aramriel. Ihr habt zweifellos Abenteuergeschichten über mich gehört. Geschichten, die von Provinz zu Provinz getragen werden. Ganz Tamriel in Ehrfurcht vor meinen Heldentaten magischen Könnens. Ich bin sicher, ihr habt bestimmt mehr als einmal gedacht, hätte ich doch nur Aramrils Begabung. Dann könnte ich auch in magischen Duellen Ruhm und Reichtum suchen. Das ist selbstverständlich wahr. Großer Ruhm und grenzenloses Vermögen warten auf die Erfolgreichen. Um aber erfolgreich zu sein, muss man von den Besten lernen. Das ist der Grund, warum ihr dieses Buch erworben habt, um von mir zu lernen. Ich bin natürlich der Beste.
Das sind also meine Ratschläge. Befolgt sie und auch ihr könnt euch in ganz Tamriel einen Namen machen. Erstens, den Gegner kennen heißt seine Schwächen kennen. Eine gute Magierin hat eine große Auswahl an Zaubern und zur Verfügung, was eine simple Stahlklinge 1000-mal an Vielseitigkeit überprüft. Mehr noch, sie weiß, wann man sie am besten einsetzt. Sie weiß, dass Frostzauber ein angreifendes Tier aufhalten können oder einen wilden Primitivling davon abhalten können, sein Schwert zu zwingen. Sie weiß, dass Schockzauber ihrem Gegner Magika entziehen können. Sie weiß, dass Illusionszauber eine Gruppe Feinde dazu bringen können, sich gegenseitig anzugreifen, sollte sie sich in einen unfairen Kampf befinden, was leider allzu häufig vorkommt, wenn ihre Feinde wissen, dass sie in einem Einzelkampf nicht gewinnen können und dass es Zauber gibt, die ihr in Situationen helfen können, in denen alles verloren scheint. Leider wissen sie nicht, dass Frostzauber gegen Nord ziemlich dumm sind. Zweitens, sich selbst kennen heißt seine Grenzen kennen. Auch die beste Magierin besitzt nicht grenzenlos Magika. Es wurde noch keinem geboren, der die Ehre zuteil wurde, über die unendlichen Machtreserven des Magus Magnus zu verfügen. Und darum überanstrengt sich eine gute Magierin nicht. Sie stellt sicher, dass sie stets genug Magika aufschaut, um für ihre Sicherheit zu sorgen. Sollte das nicht gelingen, sorgt sie dafür, dass ausreichend Tränke zur Hand sind. Jedoch diese Szenarie stets sicher, dass sie einen Fluchtweg parat hat. Nicht, dass der große Aramil jemals vor seinem Kampf geflohen wäre, aber ihr teilt natürlich nicht seine superbe natürliche Begabung. Das ist der Grund, weshalb ihr üben müsst. Schutzzauber können euch töten. Es steht außer Frage, dass Schutzzauber ein wichtiges Handwerkzeug für angehende Magier sind. Sie können auf euch gerichtete Zauber abwehren und den gegnerischen Angriff wirkungslos und zu einer Verschwendung von Magika machen. Ein guter Magier weiß jedoch, dass man sich nicht zu sehr auf seine Schutzzauber verlassen sollte. Hält man seinen Schutzzauber zu lange aufrecht, zieht er dem Magier zu viel Magika ab, was ihn am Kontern hindert und schlimmstenfalls dazu führt, dass der Schutzzauber zusammenbricht und der Magier dann völlig ohne Verteidigung dasteht. Viertens, zwei Hände sind nicht immer besser als eine. Fünftens, nehmt ihr die Herausforderung an, vor allem wenn ihr gewinnen könnt. Ja, toll. Na, beschwört mit Ziehen. Ich fasse es nicht, dass ich mit diesen Dunkelelfen trinke. Sie versklavten mein Volk und jetzt lehren sie mich Magie. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Das ist schon irgendwie ironisch, ja. Was ist denn hier los? Die feiern. Aber ich darf nicht mitfeiern, weil ich krieg eine Strafarbeit. Weil ich hab mich hier reingeschlichen. Was ja gut war. Gildenrundschreiben zum Thema Seeleneinfang. Rundschreiben der Magiergilde, vertraulich nur an Magister. Von Vanus Galerion, Erzmagier Emeritus. Vanus Galerion, kenne ich irgendwer den Namen. Wenn ihr ein offenes Ohr für die aktuellen Moden und Vorlieben des Zauberwirkens in eure Gilden anhabt, ist es euch sicherlich aufgefallen, welch plötzlicher Beliebtheit sich die Disziplin des Seeleneinfangs in diesen Tagen erfreut. Anders als die üblichen Launen, die innerhalb der Kundschaft kommen und gehen, halte ich diese Methode für besorgniserregend und gefährlich. Es gibt Gründe, weshalb das Seeleneinfangen es nie in den Grundlehrplan der Magiergilde geschafft hat und nur die erfahrensten und zuverlässigsten Zaubermeister gelehrt wurde. Und auch dann nur zu bestimmten, spezifischen Zwecken. Zum einen gehört es in das Feld der Nekromantie und sollte allein deswegen schon gemieden werden, außer natürlich in bestimmten besonderen Fällen und auch dann nur unter kontrollierten Bedingungen. Zum anderen ist es eine magische Technik, die mehr oder weniger nach Missbrauch schreit, besonders wenn sie zum Einfangen der Seelen von Sterblichen mit Bewusstsein verwendet wird. Jeder Spieler kann den Zauber der Seelen des Seelenfangs wirken. Also. Huch. Möge Kühne mich auf meinem Weg führen und meinen Pfad erleuchten. Und möge Kühne meinen Eltern vergeben, dass sie eine Tochter großgezogen haben, die mit Magie verflucht ist. Also, was hat die denn? Die Nord sind doch normalerweise nicht so. Naja. Bei Kühne halten diese schnatternden Dunkelelfen denn nie ihren Mund? Sie machen mich ja ganz verrückt. Nein, leider nicht. Die sind da so wie ich. Ich rede auch immer. Hallo. Aber deswegen bin ich ja Let's Player, weil ich nie die Klappe halten kann. Es ist schrecklich, mit mir zusammen einen Film zu sehen. Ich bin einer der Personen, die immer alles kommentieren muss. Unterdessen. Kann einfach nicht anders. So, Erzmagier, ihr wolltet mich sprechen.
Schön, euch wieder auf den Beinen zu sehen. Ich wusste, dass es euch gut geht. Aber Lena wollte euch nicht von der Seite weichen. Ihr habt ihr ganz schön Angst eingejagt. Ich dachte, sie war nur besorgt. Na gut. Die Akademie ist also sicher. Ja, auch wenn wir beim Kampf einige Studenten und Ausbilder verloren haben. Dass die Linse unter den Bibliotheksgewölben verborgen war, zählte zu unseren größten Geheimnissen. Darvasen nutzte dieses Wissen, um den Leidgeborenen zu helfen. Also haben die Leidgeborenen deshalb Shad Azula angegriffen. Allerdings, ihnen gehen die loyalen Truppen aus. Als Darvasen ihnen von der Linse erzählte, sahen sie sie als Lösung für all ihre Probleme. Wenn Darvasen unsere Studenten in Soldatensklaven verwandelt hätte, wären die Leidgeborenen wieder im Geschäft gewesen. Also, war's das jetzt? Für euch, hier, ja. Aber ich brauche keine Vision, um zu wissen, dass ihr da draußen noch unerledigte Geschäfte habt. Wie dem auch sei. Ich möchte euch danken. Und es gibt da noch eine weitere Sache. Und die da wäre? Die Studenten, denen ihr geholfen habt, wollen mit euch sprechen. Sie warten am Bootssteg. Ich glaube, sie wollen sich verabschieden. Da kommen ja die Tränen. Ist es wahr, dass es da war, Sinn, euer Assistent gewesen ist? Bedauerlicherweise, ja. Daher wusste er auch von der gezackten Linse. Um genau zu sein, erwischte ich ihn dabei, wie er mit der Linse an einem Studenten experimentierte. Da entband ich ihn von seinen Pflichten. Er war außer sich vor Wut, als ich ihn der Akademie verwies. Wenn die Linse so gefährlich ist, warum habt ihr sie überhaupt hier behalten? Sie war eine Reliquie aus der Zeit der Übersiedlung von Sommersend, die sich noch an ihrem ursprünglichen Standort im unterirdischen Tempel befand. An ihr herumhantieren, sie gar entfernen, undenkbar! Und doch solltet ihr euch nicht allzu sehr grämen, dass ihr sie zerstört habt. Ihr habt getan, was nötig war. Ja, ja, diese helfen immer. Na gut. Zum Gruße. Zum Gruße, zum Gruße. Ist ja schade, dass wir hier jetzt irgendwie der Akademie entwiesen werden. Ich hätte euch noch ganz gerne gelernt, Anführer, Held und Gelehrter zu werden. Seid gegrüßt. Auch wenn ich natürlich schon alles drei bin. Aber ich will Anführer der Anführer sein. Held der Helden und Gelehrter der Gelehrten. Nee, Lehrer der Gelehrten. So. Lasst mich euch etwas über das Gelände der Akademie erzählen. Passt gut auf! Die haben sonst alle nichts zu sagen? Na gut. Die Ausbildungshalle befindet sich im östlichen Gebäude. Das war echt lustig, muss ich sagen. Also ich hoffe, euch hat es auch so viel Spaß gemacht. Aber ich fand das richtig gut hier. Die Studenten beschweren sich ständig darüber, wie anspruchsvoll der Lehrplan ist. Natürlich ist er anspruchsvoll. Wir sind hier in Shad Azula. Und nicht bei der Magiergilde. Und das ist positiv, muss ich sagen. Weil die Magiergilde ist... Ja, ich sag mal, sie ist nicht so beeindruckend, wie sie eventuell in der Zukunft ist. Die derzeitige Magiergilde, meine ich. Sie ist nicht so beeindruckend, finde ich. Hallo. Immer schön marschieren. Schieren. Ach, das heißt dann wohl Abschied nehmen, nicht wahr? Ah, Lena? Ich wollte euch nicht gehen lassen, ohne mich zu verabschieden. Ich bin hier fertig und muss nun nach Gramfeste zurückkehren und dann von Gramfeste weiter nach Osten reisen, um die Leidgeborenen endgültig zu vernichten. Ich weiß, ihr habt Dinge zu erledigen, wichtige Dinge. Wir haben gerade von all dem erfahren, was ihr getan habt, bevor ihr hier angekommen seid. Aber wir wollten nicht, dass ihr uns vergesst. Wie könnte ich euch denn vergessen? Wir wollten euch etwas geben. Es ist nicht viel, aber vielleicht hilft es euch dabei, die Akademie nicht zu vergessen. Das ist nicht nötig, Lena. Wo hab ich es denn nur? Das ist nicht nötig. Ich mag keine Geschenke. Macht euch nicht lächerlich. Ah, hier ist er. Nehmt meinen Zauberstab. Bei euch hat er ohnehin besser funktioniert. Denkt an mich, wenn ihr ihn einsetzt. Natürlich. Lenas Zauberstab des Findens und Akademiker oben von Shad Azula. Das ist nett.
Ist das nett? Leider trage ich gar keine Runen. Leider bin ich auch kein Magier. Die sind gar nicht schlecht, glaube ich. Ich trage ein Kleid. So, wo ist der Stab? Wo ist der? Da, ein Geschenk von einem studenten Ast, von Schadastula. Ah ja, okay. Hadma ist froh, dass es euch gut geht. Ich bin stolz, euch meinen Freund nennen zu dürfen. Hadma sollte wirklich lernen, nicht von sich in dritter Person zu reden. Aber, ja. Ich weiß, ich habe euch das Leben schwer gemacht, aber... Ach, es tut mir leid. Da, jetzt ist es raus. Ja, du hast das Leben schwer gemacht? Das ist mir neu. Na gut. Na, Fährmann? Wenn ihr nach Gramfeste zurück wollt, lasst es mich wissen. Ich existiere auf dieser Ebene nur, um zu dienen. Warte. Ich wollte gerade gucken, ob es noch was zu erledigen gibt hier irgendwie in der Nähe. Gibt es? Ich will noch nicht gehen. Aber jetzt müssen wir die Akademie verlassen. Schade. Ich will wirklich noch nicht gehen. Das hat mir Spaß gemacht. Und irgendwie sind die mir voll sympathisch, die drei. Ich meine, hat mal irgendwie weniger. Er redet von sich in dritter Person, das ist... Ah, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie seltsam. Irgendwie... Nein. Den Fürsten entdeckt, was kann er denn? Er erhöht das maximale Leben. Was haben wir momentan? Ich glaube Ausdauer, oder? Falsch. Charakter. Die Fürstin. Physische Resistenz. Hä? Dann nur mein Leben. Weil physische Resistenz ist ja nur physische Resistenz. Man hört sich die Sonne auf. Natürlich, ich weiß es kaum, verlassen wir die Akademie, wird das Wetter schön. Ne, wirklich, ich finde es wirklich schade, dass wir gehen müssen, weil es hat mir extrem viel Spaß gemacht hier. Und, was ich sagen wollte, was mir vorhin aufgefallen ist, wir haben ja in Steinfälle immer Roki, nicht Roki, Roki ist ja gestorben, aber wir hatten unsere Gefährten immer. Ich glaube, ich hoffe, ihr wisst noch, wen ich meine. Wie zum Beispiel diesen Soldaten. Wie hieß er denn nochmal? Der zum Hauptmann wurde. Ich habe keine Ahnung, wie er hieß. Das waren Jäger. Auf der Tutorial-Insel. Also die ganzen Leute, die wir hier oben in Ölfels kennengelernt haben und die ganzen durch Steinfälle durchbegleitet haben, die fielen mir hier irgendwie. Und da habe ich gehofft, dass die das eventuell, dass die irgendwie ein Ersatz davon werden. Deswegen bin ich traurig, dass ich bin in Narsis aufgewachsen. Kaum naja. Zu glauben, dass diese verflixte Seuche diesen Ort um ein Haar in eine Geisterstadt verwandelt hätte. Naja. So, dann würde ich sagen, was machen wir denn jetzt? Wir gehen jetzt zurück nach Gramfest und reden mit Rigurd, aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten Aufnahme. Wenn ihr nach Gramfeste zurück wollt, lasst es, ihr habt es. Dann verabschiede ich mich hier. Hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, zuzusehen, wie es mir Spaß gemacht hat, zu spielen. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, jetzt in der nächsten Aufnahmesession, wo wir dann noch mal kurz mit dem Nord in Gramfeste reden, wegen dem Kulturaustausch, und dann, ja, dann werden wir, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, wahrscheinlich Richtung Osten gehen und dann einfach mal den Leitgeborenen in Gar ausmachen. Na, wir müssen hier nämlich Vox, der Magistra, der Anführer der Leitgeborenen, scheinbar nach Selfura folgen und dann wahrscheinlich weiter nach Osten und immer weiter nach Osten, bevor es dann hier runter geht. Nach Schattenfelden, aber das ist ja noch eine Weile her. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr das anguckt, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!